Nachdem sie hörte, dass Manga das Tor zum Reich der Elfen sucht, ist sich Fiona sicher, dass er sich in den Ischiak begeben wird. Sie glaubt, dass er sein Reliquiar in einer der Chan-Ruinen versteckt hat, die sich dort befinden. Und da sind wir jetzt mittlerweile. Es ist zwar noch der Tunnel, ist aber auch scheinbar schon ein Teil des Waldes Ischiak und wir sollen jetzt mit Geoffroys Leiche sprechen. Bevor wir das tun, werden wir die Kollegen erstmal hier aufpäppeln, denn der letzte Kampf war ziemlich knapp. Und wir haben sie gerade noch so geschafft. Zum Glück habe ich ja noch leckeres Süppchen und auch Haferbrei. So, Dagdash isst besonders gerne Haferbrei. 22, 33, er braucht am meisten. Mal essen, gucken wir noch eine Kartoffel hinterher. Lecker. Suppe, Haferbrei und Kartoffeln. Naja. Das Abenteures Kost ist nicht immer unbedingt das Gelbe vom Ei. So. Genau, hier haben wir etwas, was ich relativ selten bei dem Traub verwendet hatte. Pfeil loslassen. Wäre eine Überlegung wert, ihn da einen Fernkampf zu schicken. Allerdings müsste ich dann Nahkampfattacken rauspacken, die ziemlich viel Schaden machen. Oder, und das werde ich tun, in den Schatten verbergen. Wenn plus 20% Stärke, wenn er aus dem Hinterhalt angreift, aber wenn wir es mal hochrechnen, dann wären das hier bei 12, 2,4, dann wären es halt 14 Schaden statt 12. Ja, benutze ich zu selten für den Schadensbonus und ich muss aber gucken, dass ich ihn rüstungstechnisch und konstitutionstechnisch ein bisschen mehr aufpäpple, damit er dann halt einfach auch den Schaden besser übersteht, den er reinkriegt. So, das heißt, das war schon mal eine kleine Vorbereitung. Er kriegt gleich in den Talenten den Skill, der die Rüstung runterschlägt, denn wir haben beim Kampf gegen die Wachen gesehen, dass das schon wichtig, extrem wichtig ist. Und dass die Kämpfe halt einfach auch nicht so lange dann einfach andauern. Das war schon spürbar, dass die Rüstung mir ziemlich reingegritscht hatte. So, und hier haben wir Geoffroys Wand bekommen. Geoffroys Wand. Und den Wand tauschen wir jetzt aus gegen den Zauberstab. Plus 2, plus 3, plus 4 nehmen wir. Weitaus besser. So, die Morphin Langachse. Das ist halt die Frage, ob ich Dagliash nicht die Langachse hier reinpacke. Rüstungsklasse plus 1, Intelligenz plus 3, Stärke plus 5. Ausweitende Wunde fügt einen zusätzlichen Stapel Blutung hinzu. Ab rein damit. Ledertunika und verstärkte Ledertunika. Das könnte unserer Bardin helfen oder unserem Chor. Er kann kein Leder tragen. Boah, die ist schon gut ausgerüstet mit der Elfenrüstung. Ja, das ist ein bisschen schade. Sie hätten das Inventar übersichtlicher gestalten können. Gerade das Ausrüsten, das hätte dem Spiel gut getan, wenn man ein Ausrüstungsfenster hätte, noch ein eigenes. Und auch das Sortieren ist natürlich fehlt hier völlig schmerzhaft. Aber gut. Okay, gucken wir mal, welcher Skill die Rüstung unterschlägt. Hatte ich ja letztes irgendwann mal gesehen. So, Zweihandkampf. Ihr könnt Einhandwaffen in eurer Nebenhand ausrüsten. Oh. Nee, da ich hier auch den Fernkampf jetzt zum Teil noch mit nutze, weil er einfach oftmals zu weit außen steht, werde ich das nicht machen. Klingsturm, ziehender Schnitt, schmetternder Schlag, alles oder nichts, letzter Atem haben eine Chance von 20% ihrer Abklingzeit zurückzusetzen. Okay, wo ist das mit der Rüstung? Ich bin mir sicher. Hier. 10 physischen Schaden beim ersten Gegner in Reichweite und entfernt 6 Rüstung. Heißt, ich muss ihn wahrscheinlich dann auch mehr bewegen, aber. Ich brauche einfach jemanden, der einfach auch Rüstung runterschlank. So. Hier nehme ich jetzt die 16 physischen Schaden raus oder nehme ich den Rasierriemen raus, der halt eben plus 10 physischen Schaden für nur einen Gelegenheitspunkt gibt. Ja, den packe ich raus. 16 Schaden hin oder her. Okay. So, haben wir uns durchverwaltet. Ne, Dagliash hat noch was. Dagliash.
Muss ich auch zuerst gucken, was hat der Meisterbuch drin. Wäre auch cool, wenn man das gleich sehen würde. Dann müsste man nicht wechseln. So, provozieren wir euch auf jeden Fall. Einen normalen Schlag könnte ich vielleicht auswechseln. Mentalschaden brauche ich. Wenn ich überhaupt noch mal was von den Angriffsskills reinpacke. Aber er ist ziemlich linear und geradlinig. Deswegen gucken wir mal, wenn ich doch noch ein bisschen flexibler machen. Blutung, ausweidende Wunde. Ein weiterer Dot. Wir brauchen aber hier dann nochmal Handed Weapons. Genau, hätte auch hier eine Archer-Verteidigung, beziehungsweise Archer-Angriff. Und jetzt habe ich hier gerade auf die Verteidigung geschielt wegen den Rüstungen. Aber ich habe aktuell auch keine, die jetzt anziehen könnte. Von daher packen wir die Stärke rein und gehen dann Richtung Axemaster. Das Schöne ist, es ist egal, ob er eine Axt trägt oder nicht. Er kann den Skill trotzdem nutzen. Oder was heißt das Schöne? Eigentlich ist es irritierend, weil man würde ja annehmen, dass wenn da eine Axt oder Schwert oder Knüppel dabei steht, dass die dann halt eben nur dazu treffen, aber es ist scheinbar völlig egal. Ja, Mangas Geiststoß, hier auch den 11 Mentalschaden. Angriffe mit Zaubern haben eine kritische Chance von 20%, ja. So, Tarbine Noctis. Meditation braucht sie auf jeden Fall, den braucht sie auf jeden Fall, das braucht sie auf jeden Fall. Es gibt nichts, was ich ihr jetzt hier an Skills noch reinpacken kann, was für mich Sinn macht. Schattengespenst hat er drüben. Maximum Zauberpunkte wäre vielleicht nicht schlecht. Hier Betäubung, vielleicht mal für spätere Zeiten. Oder wir gehen in die Verteidigung. Oder wir skillen das Meditieren noch ein bisschen weiter. Beim Meditieren halt hier plus ein Zauberpunkt. Impliziert mir zwei. Kann ich aber nicht skillen. Oh, okay, wenn man einmal in die Richtung gegangen ist, kann man bei ihr offenbar nicht in die nächste Richtung gehen. Ist ja böse. Okay. Sind wir fertig. 7 Minuten für Inventar und Fähigkeiten. So, der Wald Inchwerk. Das ist ein guter Tipp, ihr sollt mal wieder was verkaufen. Sobald es ein Händler um die Ecke kommt. Uncivilized little backwater. Not a pub for miles. Strangers, halt. Mother Nain has commanded that all who enter the Inchriach speak first to her. She awaits you at her lodge. Ich spreche mal mit der Mutter. Wo man sie ist. Na super. So, bevor sie hier gehen, schaue ich ganz kurz hier nochmal um. Der Loot-Drang ist stark. Hallo? Was war denn das?
Das war nicht gut. WTF. Das ist ein Gegner. Go play. Lass mich raten, ich dachte, ich habe einen neuen Skill nicht rein. Und hier sehen wir mal, der hat 7 Rüstungspunkte. Das lohnt sich also schon mal. Er muss ihn nur hier hinkriegen. Das kann aber dann unser Zauberer hier mit der Levitation machen. Und hier noch den Shooter. Traditionsgemäß packen wir erstmal die Krähenfüße aus. Ready, I suppose. Das war doof. Der erste Zauber nutzen können. Ja, das war auch doof. Super! Erich Gartner's Ian. Yes? Hi. Let me see what you've got. Tell me. Come on, you tinkers. What do you want me to do? Fine. Yes? Cheers. Drink up. Aye. Me? Ready, I suppose. What a terrible one! Ready when you are! Na, das ist ja doof. Ich würde ihm jetzt gerne... Na, ich muss ihn wegballern, das bringt mir nichts. Wenn er kanalisiert, wer weiß, was er da rauspackt. Er wird zwar hier noch einen Angriff machen können, danach fällt er aber um, weil er brennt. So, jetzt können wir uns schön auf ihn konzentrieren. Tell me. Das ist jetzt echt praktisch. Ich habe jetzt einmal Bewegen verwenden müssen. Ich habe trotzdem mit Dagelash die Plätze tauschen können. Also das ist dann... Das lohnt sich dann auf jeden Fall, der Skill. Und der Chow ist auch für mich so ein bisschen, habe ich ihn auch so darauf ausgelegt, dass er halt eben sich auf viel bewegt. The elixir of life. Tell me. Whatever. Den Erich Gartner's Ian. What should I do? Lash Rickon and Dragon. Jo, die eine Rüstung brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht runterhauen. Wobei, zieht mir gleich nochmal 9 HP ab. Nehmen wir es doch mit. Now what? Sure. Hi. Erich
Jo. Schon mal adios. Da war ein holpriger Start, aber zum Glück waren die jetzt nicht allzu mächtig. So, bevor ich dieses Tor zur Festung nehme, ich glaube, ich kann da dann nämlich wieder runter. Na, wobei. Schauen wir uns doch erstmal kurz um. Okay, es wird ein weiterer Weg. Da ist ein Fuchs, der alles verpeilt. Flieht er vor dem, was da unten lauert? Wir werden sehen. Wir sprechen erstmal mit dem Anführer der Pichi. Weil ich sie komplett anders ausgesprochen hatte. Irgendwie Pichi. Nicht mal T. Dieser schottische Dialekt ist einmal heftig. Ah, ich muss da durch, also. Okay. If you come to plunder our forest, it'll do the same thing to you as it did to Harlan's folly. He was a Baedish king. Swore he'd conquered the Fichte and the Inshriach and built this castle as his first step. It was his last too. Wasn't a year before the forest tore down his walls and he ran back home to his sheep. That's what all the outsiders say. But the Inshriach goes on forever and swallows men and armies whole. If it wants you to die, you'll never get out alive. I'll be seeing your bones later. Das ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Erklärt vielleicht, warum der Wald auch komplett rot ist. So, neue Situation. Ah, okay. Okay, die Füchse sind durchwegs buggy, würde ich sagen. Nicht aktiv pfeifen. Wahrscheinlich so. Warum ist der inaktiv? Wieso kann ich den nicht aktivieren? Need something? Wie verdorben. Folgt mir. Kein gutes Gefühl dabei. Na gut, aktivieren wir das mal. Vielleicht Teil eines Rätsels. Okay, wirkt gar nicht. Kommen wir doch vermutlich noch irgendeinen anderen Zauber. Hier haben wir wieder Feen-Ping-Pong. Elixier der Konzentration. Ja, nutze ich kaum irgendwelche Pots. Okay, ich sehe das Problem. Ich könnte das einfach jetzt hier reinschicken. Könnte aber sein, dass wir hier Interesse an diesem Ding da hinten haben. Oder wir öffnen erst das Tor da vorne. Erstmal mal. Wenn sie überhaupt diagonal fliegt jetzt. Bisher hat sie das immer getan.
Okay, den Skyline-Schlüssel holen wir uns über die Tür rechts. Doch nicht immer nur so ein Nebenschauplatz. Okay, wir schicken sie dahin, schicken sie dahin. Ah, das ist böse. Das heißt, schick sie dahin. Dann soll sie wieder erschreckt werden. Dann muss ich aber hin und muss das schnell drehen. Auf das hier. Das ist natürlich super. Aber ich probiere es erstmal so. Nee. Ich probiere es hier mal mit der Eule. In der Hoffnung, dass sie sich erschreckt und nach links geht. Wenn nicht, muss ich doch diesen Tukan oder was das ist nehmen. Weil das nächste hier ist das Leere und ich glaube, sonst reicht es mir nicht. Okay, nee, sie geht dann auf jeden Fall zurück. Wo geht's denn hin, wenn ich jetzt einen Falken draußen habe? Okay, da dreht sie komplett durch. Am Feen. Es wurden keine Feen während der Entwicklung dieses Spiels verletzt. Nur beim Spiel. Hexerruhe. Aber auch jemand kann sie tragen. So unübersichtlich mit der Ausrüstung, das ist echt schon böse. Oh. Plus 10, plus 4, plus 3, plus 2. Jedes Attribut verbessert. Freund oder Feind? Antworte. Was ist mit den Tieren los? Ist schlimmer, dass sie da so rumhängen, anstatt dass sie da vielleicht einfach dann halt in der Wanne verschwinden oder so. Ja, das sieht aus wie ein ganz großes Minigolf. Feen-Minigolf. Ja, und das war so eine Stelle, die ich jetzt im Forum gelesen hatte, wo ich es vorher nicht wusste, wo es eben hieß, ja, das kann nicht sein, wir kommen in den Wald. Und ja, man hat zuallererst erstmal nur Puzzle, Rätsel. Das, was ich auch mal in einer der Episoden sagte, dass das halt eben, wer Bock auf RPG hat, aber keinen Bock auf Rätsel, der sollte The Bard's Tale 4 doch eher auslassen. Wenn ihr euch aber nicht daran stört, dass ihr halt ab und zu auch mal einfach dann Rätsel lösen müsst, für den kann ich nur sagen, holt euch Bard's Tale 4. Bei mir geht's, also die meiste Zeit ist es eigentlich okay mit den Rätseln. Es gibt manchmal Rätsel, die mich dann schon ein bisschen genervt haben, weil sie dann einfach erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar waren. Aber man kann immer noch sagen, am Ende ist es dann schon klar und auch trotzdem auch logisch. Also das kann man nicht immer sagen, immer behaupten. So, da lang, da, diagonal, schießt darauf, da ist der andere Stein. So, hier ist aber noch ein Stein. Und an diesen Stein, wie bringen wir die an diesen Stein? Den will ich zuerst aktivieren. Dann machen wir das. Ich kann aber nur oben drehen. Ich kann nur oben drehen und dann müsste er von da wieder dran vorbeigehen. Diagonal geht auch nicht. Okay, also ich vermute mal, die Steine hier können wir gar nicht aktivieren. Zumindest fällt mir da erstmal keinen Weg ein. Grundsätzlich die Frage ist auch, welchen Mehrwert hat es? Ja, jetzt müsste diagonal hier vorgehen. Ich glaube, das hat nicht funktioniert.
hier rauf? Ist hier rauf? Und ist in irgendeine komische Richtung geschossen worden. Das ist schon fast Meditatives. Oder einschläfern, je nachdem, wie man zu solchen Rätseln steht. Oh Gott, das wird lustig. Okay, ich glaube, sie wird von hier aus nicht diagonal dahin gehen. Okay. Die Frage, wie ich das hier löse, die lösen wir, klären wir in der nächsten Episode. Und ja, das war der Bard's Tale 4. Wir sind jetzt in den Wäldern, wir müssen Geoffreys Leiche finden und den Anführer der Pikte finden. Das werden wir tun und vor allem interessiert es mich, was da jetzt gerade Phase war mit dieser riesigen roten Hand. Bis zum nächsten Mal.